Können Sie mir etwas über Ihre Symptome erzählen? Können Sie mir etwas über Ihre Symptome erzählen? Bitte füllen Sie dieses Formular vor Ihrem Termin aus. Bitte füllen Sie dieses Formular vor Ihrem Termin aus. Jetzt muss ich Ihren Blutdruck und Puls überprüfen. Jetzt muss ich Ihren Blutdruck und Puls überprüfen. Könnten Sie mir bitte in den Untersuchungsraum folgen? Könnten Sie mir bitte in den Untersuchungsraum folgen? Ich muss eine Blutprobe zum Testen entnehmen. Ich muss eine Blutprobe zum Testen entnehmen. Der Arzt wird in Kürze bei Ihnen sein, um die Ergebnisse zu besprechen. Der Arzt wird in Kürze bei Ihnen sein, um die Ergebnisse zu besprechen. Zur Beobachtung müssen Sie eine Nacht bleiben. Zur Beobachtung müssen Sie eine Nacht bleiben. Die Krankenschwester wird jede Stunde vorbeikommen, um nach Ihnen zu sehen. Die Krankenschwester wird jede Stunde vorbeikommen, um nach Ihnen zu sehen. Wenn Sie etwas benötigen, drücken Sie bitte die Anruftaste. Wenn Sie etwas benötigen, drücken Sie bitte die Anruftaste. Ich bringe Ihnen in ein paar Minuten ein Tablett mit Essen. Ich bringe Ihnen in ein paar Minuten ein Tablett mit Essen. Könnten Sie sich bitte anziehen und mir zum Entlassungsbereich folgen? Könnten Sie sich bitte anziehen und mir zum Entlassungsbereich folgen? Bitte vereinbaren Sie vor Ihrer Abreise einen Folgetermin mit der Rezeption. Bitte vereinbaren Sie vor Ihrer Abreise einen Folgetermin mit der Rezeption. Die Apotheke befindet sich rechts am Ende des Flurs. Die Apotheke befindet sich rechts am Ende des Flurs. Könnten Sie bitte diese Einverständniserklärung unterschreiben? Könnten Sie bitte diese Einverständniserklärung unterschreiben? Bevor ich fortfahre, muss ich Ihre Temperatur messen. Bevor ich fortfahre, muss ich Ihre Temperatur messen. Der Arzt wird zu Ihnen kommen, um mit Ihnen über Ihre Testergebnisse zu sprechen. Der Arzt wird zu Ihnen kommen, um mit Ihnen über Ihre Testergebnisse zu sprechen. Bitte entspannen Sie sich und atmen Sie für diesen Scan tief durch. Bitte entspannen Sie sich und atmen Sie für diesen Scan tief durch. Könnten Sie bitte für die Injektion die Ärmel hochkrempeln? Könnten Sie bitte für die Injektion die Ärmel hochkrempeln? Die Krankenschwester wird dann vor Ort sein, um Ihre Verbände zu wechseln. Die Krankenschwester wird dann vor Ort sein, um Ihre Verbände zu wechseln. Ich hole dir etwas Eis, um die Schwellung zu lindern. Ich hole dir etwas Eis, um die Schwellung zu lindern. Könnten Sie bitte Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen? Könnten Sie bitte Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen? Der Arzt hat Ihnen eine Physiotherapie empfohlen. Der Arzt hat Ihnen eine Physiotherapie empfohlen. Bitte nutzen Sie Krücken, um Ihre Mobilität zu unterstützen. Bitte nutzen Sie Krücken, um Ihre Mobilität zu unterstützen. Während Ihrer Genesung muss ich Ihre Vitalfunktionen überwachen.
Während ihrer Genesung muss ich ihre Vitalfunktionen überwachen. Könnten Sie bitte in der nächsten Stunde auf Essen und Trinken verzichten? Könnten Sie bitte in der nächsten Stunde auf Essen und Trinken verzichten? Der Chirurg wird vor dem Eingriff für ein Gespräch mit Ihnen da sein. Der Chirurg wird vor dem Eingriff für ein Gespräch mit Ihnen da sein. Bitte entspannen Sie sich und versuchen Sie, sich vor der Operation etwas auszuruhen. Bitte entspannen Sie sich und versuchen Sie, sich vor der Operation etwas auszuruhen. Der Anästhesist wird anwesend sein, um die Möglichkeiten der Anästhesie zu erläutern. Der Anästhesist wird anwesend sein, um die Möglichkeiten der Anästhesie zu erläutern. Ich werde für Sie da sein, um Ihnen nach der Operation zu helfen. Ich werde für Sie da sein, um Ihnen nach der Operation zu helfen. Könnten Sie bitte dieses Freigabeformular unterschreiben? Könnten Sie bitte dieses Freigabeformular unterschreiben? Der Physiotherapeut kommt morgen zu Ihnen. Der Physiotherapeut kommt morgen zu Ihnen. Bitte befolgen Sie den Ihnen vorgelegten Diätplan. Bitte befolgen Sie den Ihnen vorgelegten Diätplan. Ich werde Sie in ein paar Tagen zu einer Kontrolluntersuchung bringen. Ich werde Sie in ein paar Tagen zu einer Kontrolluntersuchung bringen. Können Sie den Schnitt bitte sauber und trocken halten? Können Sie den Schnitt bitte sauber und trocken halten? Der Spezialist wird vor Ort sein, um mit Ihnen über Ihre Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen. Der Spezialist wird vor Ort sein, um mit Ihnen über Ihre Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen. Bitte verpassen Sie Ihre Folgetermine nicht zur Nachsorge. Bitte verpassen Sie Ihre Folgetermine nicht zur Nachsorge. Ich werde für Sie da sein, um Sie bei der Schmerzbehandlung zu unterstützen. Ich werde für Sie da sein, um Sie bei der Schmerzbehandlung zu unterstützen. Wenn bei Ihnen ungewöhnliche Symptome auftreten, könnten Sie bitte die Krankenschwester informieren? Wenn bei Ihnen ungewöhnliche Symptome auftreten, könnten Sie bitte die Krankenschwester informieren? Der Berater steht Ihnen bei Bedarf gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Der Berater steht Ihnen bei Bedarf gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Bitte vermeiden Sie in den nächsten Wochen anstrengende Aktivitäten. Bitte vermeiden Sie in den nächsten Wochen anstrengende Aktivitäten. Ich bringe Sie zu einer ärztlichen Untersuchung. Ich bringe Sie zu einer ärztlichen Untersuchung. Könnten Sie bitte den Bereich um den Gipsverband sauber und trocken halten? Könnten Sie bitte den Bereich um den Gipsverband sauber und trocken halten? Der Reha-Therapeut kommt bald zu Ihnen. Der Reha-Therapeut kommt bald zu Ihnen. Bitte beruhigen Sie sich und geben Sie sich Zeit zum Heilen. Bitte beruhigen Sie sich und geben Sie sich Zeit zum Heilen. Ich werde hier sein, um alle Ihre Fragen zu beantworten. Ich werde hier sein, um alle Ihre Fragen zu beantworten.
Können Sie die Verletzung bitte im Detail beschreiben? Können Sie die Verletzung bitte im Detail beschreiben? Der Orthopäde wird vor Ort sein, um Ihre Möglichkeiten zu besprechen. Der Orthopäde wird vor Ort sein, um Ihre Möglichkeiten zu besprechen. Bitte teilen Sie der Krankenschwester mit, wenn Sie Hilfe benötigen. Bitte teilen Sie der Krankenschwester mit, wenn Sie Hilfe benötigen. Als ich auf der Party ankam, waren alle schon gegangen. Als ich auf der Party ankam, waren alle schon gegangen. Er hatte 10 Jahre in diesem Haus gelebt, bevor er sich entschied, umzuziehen. Er hatte 10 Jahre in diesem Haus gelebt, bevor er sich entschied, umzuziehen. Ich habe noch nie einen schöneren Sonnenuntergang gesehen als letzte Nacht. Ich habe noch nie einen schöneren Sonnenuntergang gesehen als letzte Nacht. Sie hatten über eine Stunde gewartet, als der Zug endlich ankam. Sie hatten über eine Stunde gewartet, als der Zug endlich ankam. Er hatte bereits gefrühstückt, bevor er laufen ging. Er hatte bereits gefrühstückt, bevor er laufen ging. Das Team, das letztes Jahr Meister war, verlor dieses Jahr im Finale. Das Team, das letztes Jahr Meister war, verlor dieses Jahr im Finale. Er konnte niemanden anrufen, weil er sein Telefon zu Hause vergessen hatte. Er konnte niemanden anrufen, weil er sein Telefon zu Hause vergessen hatte. Das Restaurant hatte kein Essen mehr, das ich bestellen wollte, also musste ich etwas anderes wählen. Das Restaurant hatte kein Essen mehr, das ich bestellen wollte, also musste ich etwas anderes wählen. Sie waren 3 Jahre lang zusammen gewesen, bevor sie sich verlobten. Sie waren 3 Jahre lang zusammen gewesen, bevor sie sich verlobten. Er hatte das Buch gelesen, bevor er die Verfilmung sah. Er hatte das Buch gelesen, bevor er die Verfilmung sah. Er war noch nie in Europa gewesen, bis er seine Flitterwochen verbrachte. Er war noch nie in Europa gewesen, bis er seine Flitterwochen verbrachte. Das Unternehmen hatte monatelang Verluste gemacht, bevor es beschloss, Mitarbeiter zu entlassen. Das Unternehmen hatte monatelang Verluste gemacht, bevor es beschloss, Mitarbeiter zu entlassen. Er hatte den ganzen Tag gelernt, war also müde und brauchte eine Pause. Er hatte den ganzen Tag gelernt, war also müde und brauchte eine Pause. Da das Auto am Straßenrand liegen blieb, mussten wir einen Abschleppwagen rufen. Da das Auto am Straßenrand liegen blieb, mussten wir einen Abschleppwagen rufen. Als ich dem Team beitrat, hatten sie das Projekt bereits abgeschlossen. Als ich dem Team beitrat, hatten sie das Projekt bereits abgeschlossen. Er sparte für ein neues Auto, beschloss aber, das Geld stattdessen für Reisen auszugeben. Er sparte für ein neues Auto, beschloss aber, das Geld stattdessen für Reisen auszugeben.
Sie mussten eine andere Unterkunft finden, da das Hotel überbucht war. Sie mussten eine andere Unterkunft finden, da das Hotel überbucht war. Bevor er sein erstes Konzert gab, verfeinerte er jahrelang seine Fähigkeiten am Klavier. Das Wetter war die ganze Woche über schön, aber am Tag des Picknicks begann es zu regnen. Sie hatten die Überraschungsparty wochenlang geplant und sie war ein Erfolg. Er hatte noch nie zuvor Sushi gegessen, aber als er es endlich probierte, war er begeistert. Er hatte monatelang nach einem Job gesucht, bis er einen in seinem Fachgebiet fand. Als wir ankamen, hatte der Film bereits begonnen. Also mussten wir auf die nächste Vorführung warten. Sie waren seit dem Kindergarten beste Freunde und unterhielten sich auch als Erwachsene noch regelmäßig. Er kam zu spät zum Treffen und rief deshalb an, um sich zu entschuldigen und einen neuen Termin zu vereinbaren. Bevor er sich an der Universität bewarb, entschied er sich für ein Auslandsstudium. Der Laden schloss an diesem Tag früh, so dass wir am nächsten Tag zurückkommen mussten, um die Dinge zu holen, die wir brauchten. Sie stritten stundenlang, bis sie schließlich zu einem Kompromiss kamen. Nachdem er jahrelang versucht hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, gelang es ihm schließlich. Er war noch nie in einer Achterbahn gewesen, bis seine Freunde ihn überzeugten, es auszuprobieren. Der Kuchen war eine Stunde vor dem Backen im Ofen. Sie waren 25 Jahre verheiratet, bevor sie beschlossen, ihr Eheversprechen zu erneuern. Sie waren 25 Jahre verheiratet,
bevor sie beschlossen, ihr Eheversprechen zu erneuern. Er träumte schon seit Jahren davon, ein Boot zu besitzen, und kaufte schließlich eines. Er träumte schon seit Jahren davon, ein Boot zu besitzen, und kaufte schließlich eines. Er kämpfte schon lange mit seinem Gewicht, bevor er begann, regelmäßig Sport zu treiben. Er kämpfte schon lange mit seinem Gewicht, bevor er begann, regelmäßig Sport zu treiben. Als wir am Bahnhof ankamen, war der Zug bereits abgefahren und wir mussten auf den nächsten Zug warten. Als wir am Bahnhof ankamen, war der Zug bereits abgefahren und wir mussten auf den nächsten Zug warten. Sie hatten vor dem großen Spiel wochenlang trainiert und es hat sich ausgezahlt. Sie hatten vor dem großen Spiel wochenlang trainiert und es hat sich ausgezahlt. Er kümmerte sich monatelang um seine kranke Mutter, bevor sie verstarb. Er kümmerte sich monatelang um seine kranke Mutter, bevor sie verstarb. Vor seiner Reise nach Paris hatte er jahrelang Französischunterricht genommen. Vor seiner Reise nach Paris hatte er jahrelang Französischunterricht genommen. Das Restaurant war sehr zu empfehlen, aber das Essen war enttäuschend. Das Restaurant war sehr zu empfehlen, aber das Essen war enttäuschend. Sie hatten jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen, bis sie sich schließlich für eine Adoption entschieden. Sie hatten jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen, bis sie sich schließlich für eine Adoption entschieden. Er arbeitete während seiner gesamten Karriere für dasselbe Unternehmen, bevor er in den Ruhestand ging. Er arbeitete während seiner gesamten Karriere für dasselbe Unternehmen, bevor er in den Ruhestand ging. Ich ging gerade auf den Laden zu, als ich meinen Freund sah. Ich ging gerade auf den Laden zu, als ich meinen Freund sah. Sie sang, während sie das Abendessen kochte. Sie sang, während sie das Abendessen kochte. Sie spielten die ganze Nacht Videospiele. Sie spielten die ganze Nacht Videospiele. Er sah sich einen Film an, während er Popcorn aß. Er sah sich einen Film an, während er Popcorn aß. Wir haben das ganze Wochenende für unsere Prüfung gelernt. Wir haben das ganze Wochenende für unsere Prüfung gelernt. Er tippte gerade auf seinem Laptop, als ich den Raum betrat. Er tippte gerade auf seinem Laptop, als ich den Raum betrat. Sie rannten frühmorgens im Park. Sie rannten frühmorgens im Park. Er spielte sowohl Gitarre als auch Gesang. Er spielte sowohl Gitarre als auch Gesang. Sie tanzte zu ihrem Lieblingslied vor dem Spiegel. Sie tanzte zu ihrem Lieblingslied vor dem Spiegel. Wir warteten darauf, dass der Zug am Bahnhof ankam. Wir warteten darauf, dass der Zug am Bahnhof ankam. Er war auf dem Weg zur Arbeit, als er im Stau stecken blieb. Er war auf dem Weg zur Arbeit, als er im Stau stecken blieb. Sie lachten und hatten eine gute Zeit auf der Party.
Sie lachten und hatten eine gute Zeit auf der Party. Er malte eine wunderschöne Landschaft auf seine Leinwand. Er malte eine wunderschöne Landschaft auf seine Leinwand. Wir waren den ganzen Tag in den Bergen unterwegs. Wir waren den ganzen Tag in den Bergen unterwegs. Er bereitete in der Küche das Abendessen für seine Familie vor. Er bereitete in der Küche das Abendessen für seine Familie vor. Sie schwammen an einem heißen Sommertag im Pool. Sie schwammen an einem heißen Sommertag im Pool. Er schrieb ein Buch über seine Reisen um die Welt. Er schrieb ein Buch über seine Reisen um die Welt. Wir sprachen über unsere Wochenendpläne. Wir sprachen über unsere Wochenendpläne. Er las in seinem Lieblingssessel neben dem Kamin ein Buch. Er las in seinem Lieblingssessel neben dem Kamin ein Buch. Nach der Schule spielten sie Basketball in der Turnhalle. Nach der Schule spielten sie Basketball in der Turnhalle. Er erteilte seinen Schülern im Unterricht eine neue Lektion. Er erteilte seinen Schülern im Unterricht eine neue Lektion. Wir haben das Haus geputzt, bevor die Gäste kamen. Wir haben das Haus geputzt, bevor die Gäste kamen. Er reparierte sein Auto in der Garage. Er reparierte sein Auto in der Garage. An einem sonnigen Tag machten sie ein Picknick im Park. An einem sonnigen Tag machten sie ein Picknick im Park. Sie kaufte im Einkaufszentrum neue Kleidung. Sie kaufte im Einkaufszentrum neue Kleidung. Wir beobachteten den Sonnenuntergang am Strand. Wir beobachteten den Sonnenuntergang am Strand. Er spielte Schach mit seinem Freund im Park. Er spielte Schach mit seinem Freund im Park. Sie grillten im Hinterhof. Sie grillten im Hinterhof. Er bereitete sich auf seine Abschlussprüfungen an der Universität vor. Er bereitete sich auf seine Abschlussprüfungen an der Universität vor. Wir sind frühmorgens im Park gelaufen. Wir sind frühmorgens im Park gelaufen. Nach einem langen Arbeitstag schlief er auf der Couch. Nach einem langen Arbeitstag schlief er auf der Couch. Sie fischten den ganzen Tag im See. Sie fischten den ganzen Tag im See. Sie backte einen Kuchen zum Geburtstag ihrer Tochter. Sie backte einen Kuchen zum Geburtstag ihrer Tochter. Wir spielten mit unserer Familie Brettspiele. Wir spielten mit unserer Familie Brettspiele. Er ging mit seinem Hund im Park spazieren. Er ging mit seinem Hund im Park spazieren. Sie probten in der Aula für das Schulstück. Sie probten in der Aula für das Schulstück. Sie übte im Wohnzimmer Yoga-Übungen. Sie übte im Wohnzimmer Yoga-Übungen. Wir spielten Tennis auf dem Platz. Wir spielten Tennis auf dem Platz. Er meditierte in seinem Zimmer, um seinen Geist zu beruhigen. Er meditierte in seinem Zimmer, um seinen Geist zu beruhigen. Sie bauten Sandburgen am Strand. Sie bauten Sandburgen am Strand. In seinem Atelier schuf er ein neues Kunstwerk. In seinem Atelier schuf er ein neues Kunstwerk.
Wir waren auf dem Weg zu unserem Urlaubsziel. Wir waren auf dem Weg zu unserem Urlaubsziel. Er übte seinen Golfschwung auf dem Golfplatz. Er übte seinen Golfschwung auf dem Golfplatz. Sie arbeiteten ehrenamtlich im örtlichen Tierheim. Sie arbeiteten ehrenamtlich im örtlichen Tierheim. Er goss die Pflanzen im Garten. Er goss die Pflanzen im Garten. Wir hörten gemeinsam Musik und sangen. Wir hörten gemeinsam Musik und sangen. Er duschte nach dem Training im Fitnessstudio. Er duschte nach dem Training im Fitnessstudio. Sie aßen mit der Familie im Restaurant zu Abend. Sie aßen mit der Familie im Restaurant zu Abend. Er probte seine Fähigkeiten als Redner vor einem Spiegel. Er probte seine Fähigkeiten als Redner vor einem Spiegel. Wir besprachen die neuesten Nachrichten und aktuelle Ereignisse. Wir besprachen die neuesten Nachrichten und aktuelle Ereignisse. Er fotografierte wunderschöne Landschaften. Er fotografierte wunderschöne Landschaften. Sie bauten einen Schneemann in einem Winterwunderland. Sie bauten einen Schneemann in einem Winterwunderland. Sie nähte ein neues Kleid für ihre Tochter. Sie nähte ein neues Kleid für ihre Tochter. Wir wanderten auf einem Bergpfad. Wir wanderten auf einem Bergpfad. Er genoss Kaffee auf dem Balkon. Er genoss Kaffee auf dem Balkon. Sie probten für eine Musicalshow. Sie probten für eine Musicalshow. Er kümmerte sich um seinen kleinen Bruder. Er kümmerte sich um seinen kleinen Bruder. Wir haben das Haus für die Feiertage dekoriert. Wir haben das Haus für die Feiertage dekoriert. Sie probierte verschiedene Outfits für ein Vorstellungsgespräch an. Sie probierte verschiedene Outfits für ein Vorstellungsgespräch an. Sie übten Tanzeinlagen für einen Wettbewerb. Sie übten Tanzeinlagen für einen Wettbewerb. Er schrieb einen Brief an seinen im Ausland lebenden Freund. Er schrieb einen Brief an seinen im Ausland lebenden Freund. Ich habe die ganze Nacht für meine Prüfung gelernt. Ich habe die ganze Nacht für meine Prüfung gelernt. Als ich ankam, sahen sie sich gerade einen Film an. Als ich ankam, sahen sie sich gerade einen Film an. Während sie den Tisch deckte, bereitete er das Abendessen vor. Während sie den Tisch deckte, bereitete er das Abendessen vor. Wir spielten Karten, als es anfing zu regnen. Wir spielten Karten, als es anfing zu regnen. Die Kinder spielten im Park, als ihre Familien ankamen. Die Kinder spielten im Park, als ihre Familien ankamen. Er joggte im Park, als er einen Unfall sah. Er joggte im Park, als er einen Unfall sah. Sie gingen mit ihren Hunden im Park spazieren, als es dunkel wurde. Sie gingen mit ihren Hunden im Park spazieren, als es dunkel wurde. Er las gerade ein Buch, als sein Telefon klingelte. Er las gerade ein Buch, als sein Telefon klingelte. Er war gerade am Malen, als sein Freund anrief. Er war gerade am Malen,
als sein Freund anrief. Wir hörten gerade Musik, als der Strom ausfiel. Wir hörten gerade Musik, als der Strom ausfiel. Sie tanzten im Club, als die Musik plötzlich aufhörte. Sie tanzten im Club, als die Musik plötzlich aufhörte. Er telefonierte gerade, als sein Freund kam. Er telefonierte gerade, als sein Freund kam. Er war mit dem Fahrrad unterwegs, als er stürzte. Er war mit dem Fahrrad unterwegs, als er stürzte. Als wir aufwachten, sangen Vögel in den Bäumen. Als wir aufwachten, sangen Vögel in den Bäumen. Sie spielten Fußball, als es anfing zu regnen. Sie spielten Fußball, als es anfing zu regnen. Während sie das Geschirr spülte, putzte er die Küche. Während sie das Geschirr spülte, putzte er die Küche. Wir warteten, als der Bus kam. Wir warteten, als der Bus kam. Sie aßen gerade Pizza, als es an der Tür klingelte. Sie aßen gerade Pizza, als es an der Tür klingelte. Er schlief, als sein Telefon zu klingeln begann. Er schlief, als sein Telefon zu klingeln begann. Er nahm gerade ein Bad, als das Wasser kalt wurde. Er nahm gerade ein Bad, als das Wasser kalt wurde. Sie wanderten in den Bergen, als sie einen Bären sahen. Sie wanderten in den Bergen, als sie einen Bären sahen. Er spielte Gitarre, als die Saiten rissen. Er spielte Gitarre, als die Saiten rissen. Wir schauten uns ein Spiel an, als unsere Mannschaft ein Tor schoss. Wir schauten uns ein Spiel an, als unsere Mannschaft ein Tor schoss. Sie schwammen im Pool, als es zu donnern begann. Sie schwammen im Pool, als es zu donnern begann. Sie strickte einen Pullover, während sie fernsah. Sie strickte einen Pullover, während sie fernsah. Er fuhr mit seinem Auto, als er ein Reh auf der Straße sah. Er fuhr mit seinem Auto, als er ein Reh auf der Straße sah. Sie machten gerade ein Picknick im Park, als es anfing zu regnen. Sie machten gerade ein Picknick im Park, als es anfing zu regnen. Er sang, als er den Text vergaß. Er sang, als er den Text vergaß. Wir arbeiteten an unserem Projekt, als der Computer abstürzte. Wir arbeiteten an unserem Projekt, als der Computer abstürzte. Sie gingen am Strand spazieren, als sie eine Muschel fanden. Sie gingen am Strand spazieren, als sie eine Muschel fanden. Sie kochte das Abendessen, während er duschte. Sie kochte das Abendessen, während er duschte. Als dem Stift die Tinte ausging, schrieb er einen Brief. Als dem Stift die Tinte ausging, schrieb er einen Brief. Sie spielten Tennis, als es anfing dunkel zu werden. Sie spielten Tennis, als es anfing dunkel zu werden. Wir grillten gerade, als es anfing zu regnen. Wir grillten gerade, als es anfing zu regnen. Er spielte gerade Videospiele, als seine Mutter ihn aufforderte, seine Hausaufgaben zu machen.
Er spielte gerade Videospiele, als seine Mutter ihn aufforderte, seine Hausaufgaben zu machen. Sie schminkte sich gerade, als ihre Freundin ankam. Sie schminkte sich gerade, als ihre Freundin ankam. Beim Angeln im See fingen sie einen großen Fisch. Beim Angeln im See fingen sie einen großen Fisch. Als der Speicher der Kamera voll war, wurde fotografiert. Als der Speicher der Kamera voll war, wurde fotografiert. Wir lernten gerade für unsere Prüfung, als der Feueralarm losging. Wir lernten gerade für unsere Prüfung, als der Feueralarm losging. Sie feierten gerade eine Party, als die Polizei eintraf. Sie feierten gerade eine Party, als die Polizei eintraf. Er ging mit seinem Hund spazieren, als es anfing zu schneien. Er ging mit seinem Hund spazieren, als es anfing zu schneien. Sie war im Einkaufszentrum einkaufen, als sie eine berühmte Berühmtheit sah. Sie war im Einkaufszentrum einkaufen, als sie eine berühmte Berühmtheit sah. Sie telefonierten gerade, als ihr Gespräch unterbrochen wurde. Sie telefonierten gerade, als ihr Gespräch unterbrochen wurde. Wir waren gerade dabei, die Sterne zu beobachten, als wir eine Sternschnuppe sahen. Wir waren gerade dabei, die Sterne zu beobachten, als wir eine Sternschnuppe sahen. Er unterrichtete gerade seine Schüler, als die Schulglocke läutete. Er unterrichtete gerade seine Schüler, als die Schulglocke läutete. Sie spielten Schach, als ihnen klar wurde, dass es bereits Mitternacht war. Sie spielten Schach, als ihnen klar wurde, dass es bereits Mitternacht war. Während er sein Fahrrad reparierte, bemerkte er, dass der Reifen platt war. Während er sein Fahrrad reparierte, bemerkte er, dass der Reifen platt war. Er bügelte gerade seine Kleidung, als ein Loch in sein Hemd brannte. Er bügelte gerade seine Kleidung, als ein Loch in sein Hemd brannte. Sie spielten Volleyball, als einer von ihnen verletzt wurde. Sie spielten Volleyball, als einer von ihnen verletzt wurde. Wir standen in der Schlange, als wir unseren Lieblingsschauspieler sahen. Wir standen in der Schlange, als wir unseren Lieblingsschauspieler sahen. Sie machte gerade Yoga, als sie draußen ein lautes Geräusch hörte. Sie machte gerade Yoga, als sie draußen ein lautes Geräusch hörte. Er wusch gerade Wäsche, als ihm das Waschmittel ausging. Er wusch gerade Wäsche, als ihm das Waschmittel ausging. Sie joggten im Park, als sie einen alten Freund trafen. Sie joggten im Park, als sie einen alten Freund trafen. Sie probierte Kleidung an, als sie das perfekte Outfit fand. Sie probierte Kleidung an, als sie das perfekte Outfit fand. Wir waren gerade dabei, Kekse zu backen, als uns klar wurde, dass wir kein Mehl mehr hatten. Wir waren gerade dabei, Kekse zu backen, als uns klar wurde, dass wir kein Mehl mehr hatten.
Anlässlich ihres Jubiläums erhielten sie ein Überraschungsgeschenk. Anlässlich ihres Jubiläums erhielten sie ein Überraschungsgeschenk. Ich habe meine Hausaufgaben erledigt, bevor meine Mutter nach Hause kam. Ich habe meine Hausaufgaben erledigt, bevor meine Mutter nach Hause kam. Als ich aufwachte, hatte er bereits gefrühstückt. Als ich aufwachte, hatte er bereits gefrühstückt. Sie waren 10 Jahre lang verheiratet, bevor sie sich entschieden, Kinder zu bekommen. Sie waren 10 Jahre lang verheiratet, bevor sie sich entschieden, Kinder zu bekommen. Bevor er nach Kanada zog, hatte er noch nie Schnee gesehen. Bevor er nach Kanada zog, hatte er noch nie Schnee gesehen. Als wir im Kino ankamen, hatte der Film bereits begonnen. Als wir im Kino ankamen, hatte der Film bereits begonnen. Vor seiner Beförderung war er 5 Jahre im Unternehmen tätig. Vor seiner Beförderung war er 5 Jahre im Unternehmen tätig. Ich habe mein Telefon zu Hause vergessen, als ich zur Arbeit ging. Ich habe mein Telefon zu Hause vergessen, als ich zur Arbeit ging. Das Restaurant war geschlossen, als wir ankamen. Das Restaurant war geschlossen, als wir ankamen. Er hatte wochenlang für die Prüfung gelernt und war daher zuversichtlich, dass er gut abschneiden würde. Er hatte wochenlang für die Prüfung gelernt und war daher zuversichtlich, dass er gut abschneiden würde. Sie hatten die Party Monate vor dem großen Tag geplant. Sie hatten die Party Monate vor dem großen Tag geplant. Die Kinder hatten ihre Hausaufgaben erledigt, bevor sie zum Spielen gingen. Die Kinder hatten ihre Hausaufgaben erledigt, bevor sie zum Spielen gingen. Er verlor seine Schlüssel und konnte sie nirgendwo finden. Er verlor seine Schlüssel und konnte sie nirgendwo finden. Wir hatten unseren Flug bereits gebucht, bevor wir vom Hurrikan erfuhren. Wir hatten unseren Flug bereits gebucht, bevor wir vom Hurrikan erfuhren. Er war noch nie zuvor in einer Achterbahn gefahren und war daher nervös. Er war noch nie zuvor in einer Achterbahn gefahren und war daher nervös. Sie lebten 20 Jahre lang im selben Haus, bevor sie umzogen. Sie lebten 20 Jahre lang im selben Haus, bevor sie umzogen. Sie hatte 10 Jahre lang unterrichtet, bevor sie sich entschied, den Beruf zu wechseln. Sie hatte 10 Jahre lang unterrichtet, bevor sie sich entschied, den Beruf zu wechseln. Ich habe den Film schon einmal gesehen, aber ich wollte ihn mir noch einmal ansehen. Ich habe den Film schon einmal gesehen, aber ich wollte ihn mir noch einmal ansehen. Als wir dort ankamen, hatte das Konzert bereits begonnen. Als wir dort ankamen, hatte das Konzert bereits begonnen. Er wollte schon immer Paris besuchen und tat es schließlich. Er wollte schon immer Paris besuchen und tat es schließlich. Sie waren seit dem Kindergarten befreundet und standen sich immer noch nahe.
Sie waren seit dem Kindergarten befreundet und standen sich immer noch nahe. Er spielte jahrelang Fußball, bevor er sich am Knie verletzte. Er spielte jahrelang Fußball, bevor er sich am Knie verletzte. Ich habe noch nie Sushi gegessen, aber mittlerweile ist es eines meiner Lieblingsspeisen. Ich habe noch nie Sushi gegessen, aber mittlerweile ist es eines meiner Lieblingsspeisen. Der Laden war ausverkauft, bevor ich es kaufen konnte. Der Laden war ausverkauft, bevor ich es kaufen konnte. Sie praktizierte jahrelang Yoga, bevor sie Lehrerin wurde. Sie praktizierte jahrelang Yoga, bevor sie Lehrerin wurde. Sie hatten sich schon vor meiner Ankunft für die Speisekarte entschieden. Sie hatten sich schon vor meiner Ankunft für die Speisekarte entschieden. Er war schon oft am Strand, aber es wurde ihm nie langweilig. Er war schon oft am Strand, aber es wurde ihm nie langweilig. Ich hatte die Karten bereits gekauft, als das Konzert abgesagt wurde. Ich hatte die Karten bereits gekauft, als das Konzert abgesagt wurde. Das Hotel war wochenlang ausgebucht, bevor wir versuchten zu buchen. Das Hotel war wochenlang ausgebucht, bevor wir versuchten zu buchen. Nachdem er jahrelang versucht hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, gelang es ihm schließlich. Nachdem er jahrelang versucht hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, gelang es ihm schließlich. Sie hatten die Reise seit Monaten geplant, sie wurde jedoch wegen schlechten Wetters abgesagt. Sie hatten die Reise seit Monaten geplant, sie wurde jedoch wegen schlechten Wetters abgesagt. Er träumte immer davon, Pilot zu werden, und es gelang ihm schließlich. Er träumte immer davon, Pilot zu werden, und es gelang ihm schließlich. Ich hatte eine Stunde gewartet, als der Zug endlich ankam. Ich hatte eine Stunde gewartet, als der Zug endlich ankam. Das Museum war einen Tag lang geschlossen, bevor wir alles sehen konnten. Das Museum war einen Tag lang geschlossen, bevor wir alles sehen konnten. Bevor er nach Spanien ging, hatte er jahrelang Spanisch gelernt. Bevor er nach Spanien ging, hatte er jahrelang Spanisch gelernt. Sie hatten ihre Desserts bereits aufgegessen, bevor ich das Restaurant erreichte. Sie hatten ihre Desserts bereits aufgegessen, bevor ich das Restaurant erreichte. Er hatte jahrelang in der Stadt gelebt, bevor er aufs Land zog. Er hatte jahrelang in der Stadt gelebt, bevor er aufs Land zog. Ich hatte meine Tasche bereits gepackt, als mir klar wurde, dass ich meinen Reisepass vergessen hatte. Ich hatte meine Tasche bereits gepackt, als mir klar wurde, dass ich meinen Reisepass vergessen hatte. Das Buch im Buchladen war ausverkauft, bevor ich es kaufen konnte. Das Buch im Buchladen war ausverkauft, bevor ich es kaufen konnte. Er hatte monatelang geschrieben, bevor er seinen Roman beendete.
Er hatte monatelang geschrieben, bevor er seinen Roman beendete. Sie hatten das Projekt bereits begonnen, bevor ich dem Team beitrat. Sie hatten das Projekt bereits begonnen, bevor ich dem Team beitrat. Er hatte jahrelang Gitarre gespielt, bevor er einer Band beitrat. Er hatte jahrelang Gitarre gespielt, bevor er einer Band beitrat. Ich hatte das Meer noch nie zuvor gesehen und es war atemberaubend. Ich hatte das Meer noch nie zuvor gesehen und es war atemberaubend. Als wir im Theater ankamen, hatte das Stück bereits begonnen. Als wir im Theater ankamen, hatte das Stück bereits begonnen. Bevor sie Krankenschwester wurde, arbeitete sie jahrelang ehrenamtlich im Krankenhaus. Bevor sie Krankenschwester wurde, arbeitete sie jahrelang ehrenamtlich im Krankenhaus. Sie hatten geplant, Ski zu fahren, aber die Pisten waren wegen Schnee geschlossen. Sie hatten geplant, Ski zu fahren, aber die Pisten waren wegen Schnee geschlossen. Er ernährte sich jahrelang vegetarisch, bevor er sich entschied, wieder Fleisch zu essen. Er ernährte sich jahrelang vegetarisch, bevor er sich entschied, wieder Fleisch zu essen. Ich hatte bereits geduscht, als der Strom ausfiel. Ich hatte bereits geduscht, als der Strom ausfiel. Der Laden hatte keine Schuhe mehr, bevor ich sie kaufen konnte. Der Laden hatte keine Schuhe mehr, bevor ich sie kaufen konnte. Ich werde morgen in den Laden gehen. Ich werde morgen in den Laden gehen. Nächstes Wochenende wird er seine Familie besuchen. Nächstes Wochenende wird er seine Familie besuchen. Sie werden nächsten Monat ein neues Auto kaufen. Sie werden nächsten Monat ein neues Auto kaufen. Er wird seine Hausaufgaben vor dem Abendessen erledigen. Er wird seine Hausaufgaben vor dem Abendessen erledigen. Wir werden nächsten Sommer nach Europa reisen. Wir werden nächsten Sommer nach Europa reisen. In wenigen Monaten werden Sie Ihren Universitätsabschluss machen. In wenigen Monaten werden Sie Ihren Universitätsabschluss machen. Die Sonne wird morgen früh um 6 Uhr aufgehen. Die Sonne wird morgen früh um 6 Uhr aufgehen. Das Unternehmen wird nächstes Jahr ein neues Produkt auf den Markt bringen. Das Unternehmen wird nächstes Jahr ein neues Produkt auf den Markt bringen. Am Samstag feiern Sie eine Party. Am Samstag feiern Sie eine Party. Ich rufe dich heute später an. Ich rufe dich heute später an. Er wird nächste Woche seinen neuen Job antreten. Er wird nächste Woche seinen neuen Job antreten. Er wird im Januar ins Fitnessstudio gehen. Er wird im Januar ins Fitnessstudio gehen. Wir treffen uns morgen um 14.00 Uhr. Wir treffen uns morgen um 14.00 Uhr. Sie werden nächsten Monat in den Urlaub fahren. Sie werden nächsten Monat in den Urlaub fahren. Sie erhalten eine E-Mail mit weiteren Informationen. Sie erhalten eine E-Mail mit weiteren Informationen.
Das Konzert beginnt heute Abend um 20:00 Uhr. Das Konzert beginnt heute Abend um 20:00 Uhr. Ich werde heute Abend kochen. Ich werde heute Abend kochen. Er wird sein Buch bis Ende der Woche fertigstellen. Er wird sein Buch bis Ende der Woche fertigstellen. Sie werden nächsten Samstag ehrenamtlich bei der Lebensmittelbank mithelfen. Sie werden nächsten Samstag ehrenamtlich bei der Lebensmittelbank mithelfen. Er wird im Sommer in den Urlaub fahren. Er wird im Sommer in den Urlaub fahren. Wir werden uns heute Abend einen Film ansehen. Wir werden uns heute Abend einen Film ansehen. Sie müssen für die Prüfung lernen. Sie müssen für die Prüfung lernen. Im Frühling wird der Schnee schmelzen. Im Frühling wird der Schnee schmelzen. Das Unternehmen wird im nächsten Jahr neue Mitarbeiter einstellen. Das Unternehmen wird im nächsten Jahr neue Mitarbeiter einstellen. Sie werden das Geld an Wohltätigkeitsorganisationen spenden. Sie werden das Geld an Wohltätigkeitsorganisationen spenden. Ich werde nächsten Monat ein neues Hobby beginnen. Ich werde nächsten Monat ein neues Hobby beginnen. Sie wird ein neues Outfit für die Party kaufen. Sie wird ein neues Outfit für die Party kaufen. Nächstes Wochenende wird er seine Familie besuchen. Nächstes Wochenende wird er seine Familie besuchen. Wir werden im Hinterhof grillen. Wir werden im Hinterhof grillen. Sie müssen für die Reise ein Hotel buchen. Sie müssen für die Reise ein Hotel buchen. Die Blumen werden im Frühling blühen. Die Blumen werden im Frühling blühen. Die Schule wird nächsten Monat eine Spendenaktion durchführen. Die Schule wird nächsten Monat eine Spendenaktion durchführen. Sie werden einen Hund aus dem Tierheim adoptieren. Sie werden einen Hund aus dem Tierheim adoptieren. Ich werde eine neue Sprache lernen. Ich werde eine neue Sprache lernen. Er wird zum Kochkurs gehen. Er wird zum Kochkurs gehen. Er wird nächsten Monat an einer Konferenz teilnehmen. Er wird nächsten Monat an einer Konferenz teilnehmen. Wir werden diesen Sommer an den Strand gehen. Wir werden diesen Sommer an den Strand gehen. Sie müssen Ihren Reisepass erneuern. Sie müssen Ihren Reisepass erneuern. Das Unternehmen wird seine Aktivitäten erweitern. Das Unternehmen wird seine Aktivitäten erweitern. Sie werden eine Dinnerparty organisieren. Sie werden eine Dinnerparty organisieren. Ich werde ein neues Unternehmen gründen. Ich werde ein neues Unternehmen gründen. Er wird ein Buch schreiben. Er wird ein Buch schreiben. Er wird ein neues Haus kaufen. Er wird ein neues Haus kaufen. Wir werden eine Familie gründen. Wir werden eine Familie gründen. Sie lernen, ein Musikinstrument zu spielen. Sie lernen, ein Musikinstrument zu spielen. Die Sonne geht heute Abend um 19:00 Uhr unter. Die Sonne geht heute Abend um 19:00 Uhr unter.